Mein Name ist Fabian Fröhlich, ich arbeite in der Generaldirektion und mache Kommunikation für die Staatlichen Museen zu Berlin. Und jetzt stehe ich hier im Bode-Museum vor einem Amor, einer barocken Marmorskulptur von François Duquesnoy, die mich schon sehr lange fasziniert. Anfangs wohl einfach, weil die Skulptur gar nicht so wirkt, wie man sich vielleicht einen fröhlichen, barocken Liebesgott vorstellt, sondern er ist sehr in sich gekehrt, so nach vorne übergebeugt. Man versteht die Haltung auch gar nicht so richtig erstmal. Und er hat etwas sehr Trauriges auch einfach, auch durch die Beschädigung. Es ist eigentlich ein bogenschnitzender Amor. Das heißt, der guckt nicht deprimiert auf den Fußboden, sondern der schnitzt an seinem Bogen und ist konzentriert dabei. Er war an vielen Orten, in Rom, in Niederlanden, in Berlin, dann seit dem 17. Jahrhundert und war dann 1945 im Flakbunker Friedrichshain eingelagert, wo es gebrannt hat, was aber für ihn noch nicht mal das Schlimmste war, sondern er wurde wohl beschossen dort. Also man sieht es an der Schläfe vor allem heute noch, das ist wie eine Schusswunde im Grunde, also als ob jemand gezielt abgedrückt hätte. Daraufhin ist er vermutlich zu Boden gefallen und in mehrere Stücke zerbrochen, kam nach Russland, wurde da schon mal zusammengesetzt, kam in den 50er Jahren zurück nach Berlin und ist hier auch restauriert worden in den 90ern. Man hat das aber so belassen, also die schweren Verletzungen. Und man kann sehr gut darüber nachdenken an so einem Kunstwerk. Was macht man mit diesen Beschädigungen? Man könnte das in Maßen wieder herstellen, also wie in der plastischen Chirurgie, und würde damit etwas von dem retten, was der Künstler eigentlich wollte. Weil der wollte natürlich kein Kind mit Kopfschuss darstellen, sondern einen bogenschnitzenden Amor. Andererseits ging auch wieder was verloren. Die Wirkung wäre eine ganz andere. Und ich persönlich hätte das Gefühl, mir ginge was verloren, weil ich ihn so kennengelernt habe. Aber man kann da ganz unterschiedlicher Meinung sein. Und jede Besucherin und jeder Besucher kann sich da auch eine eigene Meinung bilden, wenn er den Amor betrachtet.